Hallo meine Lieben, das ist eine Kartenlegung für euch für den Monat März. Ich hoffe, euch geht es gut. Wie immer, das ist eine Kollektivlegung, eine Legung, in der du sozusagen kannst, gehen Resonanz oder auch nicht. Bitte genauer betrachten und vielleicht holst du auch ein paar Impulse, Ideen, Anregungen. Vielleicht auch unterstützt dich auch weiter oder auch irgendwas auch dir bringt. So. Schauen wir, was gerade bei euch los ist. Natürlich, ich gendere nicht. Liebe Männer, bitte ummünzen. Ich freue mich für jeden Like, Abonnement und Kommentar. So, was ist denn los in der Luft? Hier denkst du an deinen Herzensmenschen und an seinen Freundeskreis oder seine Treue. In Gedanken bist du auch über Unehrlichkeit, bei ihm ist irgendwas los vor ihm und das ist nicht schön, weil der Fuchs schaut in Sarg. Entweder er bekommt eine falsche Diagnose, was es schon sehr schlimm ist, oder dieser Mensch muss irgendwas transformieren, aber entweder er benutzt das als Lüge, dass er etwas transformiert, weil der Fuchs auch schaut in ihn, obwohl das ist die erste, zweite Karte. Oder diese Transformation wird als Ausrede benutzt. Kann auch sein. Du selber betrachtest doch irgendwas, da läuft etwas nicht rundes, von kurzer Zeit, so kurze Impulse hast du, manches auch nicht ganz klar siehst du. Aber du wirst es klären. Du wirst dich auch möglicherweise ein bisschen aussortieren, deinen Social Kreis, also sozialen Kreis. Da gibt es Verluste. Etwas wirst du auch in deinem Leben auch verändern. Du schaust auf Freundschaften mit Nachrichten. Also da sieht es positiv aus. Zukünftiges Thema ist bei dir auch häusliche Themen. Da gibt es manche Unklarheiten. Also manches Vernebeltes, nicht Geklärtes, wo du sozusagen suchst nach Wegen in deinem Leben. Dieser Mensch, dieser Herzensmensch ist oder dein Partner oder der Wunschpartner, mit denen hast du längeren Zeitraum oder hier geht es auch um seine Gesundheit, ne, zu tun. Du hast möglicherweise Aufregungen wegen Kind oder Kinder. Also was das Finanzielle betrifft. Da kommt Veränderung durch einen älteren Herrn. Vielleicht jemand, der unter die Arme greift oder bekommst Unterstützung oder auch gut aussieht. Hier geht es um das Finanzielle betreffen, das ja auch gesundheitlichen Bereich. Vielleicht musst du was kaufen, Vitamine oder auch irgendwie Einlagen für dich schon oder sowas in der Art. Oder machst einen Kurs und dafür musst du ein Geld ausgeben, ob das ist Yoga, Meditation oder sowas in der Art. Das Weitere ist, deine berufliche Situation oder Arbeit, da hast du kleines Glück, positive Nachrichten, also da wird gut laufen. In der Liebe ist es momentan karmische Aufgabe, karmische Prüfung, das ist nicht einfach, aber das wirst du auch hinkriegen. Das hat auch möglicherweise mit Harmonie zu tun. Du stehst auch vor einer karmischen Aufgabe betreffend deinen Freundeskreis, also Harmonie, Familie. Da wird auch gut alles laufen. Und in der Liebe ist auch ganz sicher, ne? Die Liebe, in Liebe bist du dir sicher. Du bekommst möglicherweise auch Schlüssel, um neue Türen aufzumachen, wo es geht zwischen euch beiden auch irgendwie voran. Die Beziehung. Hier gibt es manches zu klären. Und es wird möglicherweise auch Verträge, Vereinbarungen schriftlicher Form geben.
Bei deinem Herzensmenschen geht es um Harmonie, Familie und natürlich auch Sexualität mit dir. Als ein Thema, die andere Thema, er hat auch manche Blockaden von kurzer Zeit, die gehen aber weg. Also kurze Zeit, so 5-6 Tage, Pi mal Daumen, wo man sozusagen geht gar nichts voran. Oder auch ganz einfach in bestimmten Bereichen. Ne? Es kommt immer wieder vor, dass wir haben zum Beispiel, man schickt überall Briefe und E-Mails und klärt und irgendwie zieht sich hin und bewegt sich rein gar nichts. Ja, und das wird auf jeden Fall auch vorbeigehen. Mach dir da keine Sorgen. Es ist manchmal so eine Situation, wo bewegt sich rein gar nichts. Dein Herzensmensch auch manche Unklarheiten hat über längere Zeitraum, was betrifft, oder auch Gesundheit. Also wenn du weißt, dass dein Herzensmensch hat gesundheitliche Sachen sozusagen in petto, da sollte er dann sozusagen möglicherweise genauer betrachten, ne? Weil es ist doch möglich ist, weil es ist sozusagen doppelt ist, dass da ist etwas nicht ganz klar oder auch vielleicht noch nicht ganz klar wird auch diagnostiziert, ne? Vielleicht man ganz einfach Verdacht hat auf etwas, aber es falsch abbiegt. Für deinen Herzensmenschen Öffentlichkeit wird auch ein Thema sein und für dich natürlich auch die Liebe, ne? Es ist so, du schaust, ja, für dich das, was das vor dir steht, das ist kleine Lappalien, muss ich sagen, das ist kleine Herausforderung, also es sieht gut aus. Du wirst das alles packen. Du wirst auch wahrscheinlich ein Geheimnis lüften über vielleicht Verträge oder sowas in der Art positiv, das würde dich auch erfreuen. Ja, Kommunikation gut ist auch momentan, läuft beruflich. Ja, und das häusliche Themen, familiäre Themen, da ist manches, wo muss noch geklärt werden oder auch nicht ganz klar ist. Das wird auch alles wird gut laufen. Der März ist auch so ein Monat, in dem wir alle irgendwie neue Themen anfangen. Da geht es auch bei uns allen auch voran und sozusagen diese Themen gehen vorbei. Es ist auch so, dass in kommenden Monaten werden dann karmische Sachen, seelische Partnerschaften, karmische Beziehungen, karmische Aufgaben, karmische Beziehungen nicht nur mit Partner oder auch Familienmitgliedern oder auch karmische Komplikationen, wie zum Beispiel immer wieder Probleme in der Familie, werden auch manche aufgelöst. Du hast dann die Möglichkeit, das aufzulösen und etwas Neues zu betrachten, Neues anschauen, Neues beginnen. Da gibt es auf jeden Fall Möglichkeit. In den kommenden Monaten, wenn du möchtest aus einem Kreislauf, karmischen Kreislauf, mit deiner Person raussteigen, weil du zum Beispiel hast eine Partnerschaft, die nirgendwo vorangeht und du immer wieder an denselben Situationen und Problemen bist und es ist On-Off-Geschichte und irgendwie beide könnt einander nicht loslassen und es tut dir nicht gut, dann spring ab. Mach es nicht Erweiterung, weil du hast jetzt die gute Zeiten, diesen Kreislauf zu beenden. Es werden mit Sicherheit auch neue Menschen kommen in dein Leben, die auch karmische Rolle spielen, aber das ist dann auf andere Ebene oder neue Herausforderungen. Ne? Wir treffen nicht nur ein, zwei Menschen mit karmischer Bestimmung, sondern sehr viele. Ja, auf jeden Fall, das ist das, was ich möchte mitteilen. Ach ja, natürlich, ich mache auch Privatlegungen, wenn jemand Interesse hat oder astrologische, vedische Beratung, bitte bei mir melden. Bei deinem Herzensmenschen, der möchte dich überraschen. Also die fünfte Karte ist Blumen und du, Geschenk einladen, Sexualität, dann schaut er auf die Arbeit manches klären, 1, 2, 3, 4, 5, in kurzer Zeit möglicherweise mit dem Chef, also kurzes Gespräch, Klarheit erlangen, kurze Zeit mit dem Chef, berufliche Situation oder das ist beruflich zu tun und er muss etwas mit seiner Familie besprechen, also Vater, Schwiegervater, so weiter, also Vaterteam, Vatergeschichten. Für dich selbst, weil du bist ja auch dabei, für dich ist familiäre Themen, Arbeit, Klarheit erlangen,
in kurzer Zeit kleines Glück durch einen älteren Herrn, also positiv wird sein, dann machst du einen Neubeginn und damit auch gewisserweise hast eine schicksalhafte Aufgabe erfüllt. Ja, schauen wir, was hier ist. Dein Herzensmensch, Verträge, du selbst, das Haus, die Liebe, die Überraschung und die Nachricht. Die Nachrichten kommen beruflicher Natur, also Kommunikation, möglicherweise etwas Schriftliches, berufliche Art. Du wirst auch Klarheit erlangen oder auch dir wird gut tun und wird aufrichtige Einladung oder auch Besuch sein oder Geschenk, also ohne Hintergedanken. Verträge bei dir sind auch karmisch. Als Prüfung ist gedacht, Verträge nicht nur in sämtlicher Art, ne? Beziehung und so weiter. In der Liebe geht es Harmonie, Sexualität, alles gut. Oder auch Herzlichkeit im Haus. Kleines Glück wirst du auch erleben, auch wenn es Unklarheiten gibt es im Haus irgendwo. Häuslichen Bereich, das wird alles gut gehen. Für dich selbst ist es auch Neubeginn oder Kinder auch Thema sein. Also eigene Kinder, wie geht es den Kindern und so weiter. Und für den Älteren, also für deinen Herzensmenschen, ist der ältere Herr eine Rolle wird spielen. Schau, was diese Karten dir mitteilen, ob du gehst in Resonanz. Kannst du damit was anfangen? Ich wünsche euch wunderbaren März, meine Lieben. Bleibt in der Mitte, bleibt gesund, alles Gute, bis bald.